Hallihallöchen, willkommen zurück am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die beiden reinen Öfen habe ich ja im letzten Part schon fertig gemacht. Heute sind noch ein paar andere dran. Ich hatte ja schon mal im Vorfeld ein paar gesetzt. Die müssen jetzt eigentlich nur noch verkabelt werden. Und die anderen, ja, auch noch gebaut werden und aufgestellt werden. Aber wenn die beiden rein fertig sind, könnte es annähernd eventuell reichen. Hoffe ich mal. Der Rest muss ich einlagern. Kondu. Wir brauchen ein paar Kondis. Kondu, Kondi, Kondadidu. Wo war das zweite? Wir haben jetzt Items. Wir brauchen aber noch Flüssigkeit. Flüssigkeit kennt keine Grenzen. So. Perfekte. Die Frage ist nur, wie man es am besten verkabelt. Ich würde vorschlagen, man macht das, was da war, auch nochmal da und dann verkabelt man das in der Mitte mit so einem mittigen Strang, dass du immer zwei Öfen, also den Ofenpaar damit anschließt. Das ist, denke ich mal, die vernünftigste Lösung. Ne? Ja, passt, denke ich mal. Ach ja, das macht gleich Spaß mit dem Wrench hier mal ein bisschen rumzuklicken, paar Mal. Ich hätte gerne irgendwie so eine Copy-Paste-Config, das wäre mal ganz gut. Durchaus. So, und habe ich das bis zur Mitte hochgezogen oder habe ich tatsächlich? Ich dachte schon, ich hätte da gespart. Aber nein, habe ich nicht. So, wir fangen am besten mal von unten an. So, aber, warte mal, muss ich das überhaupt nach ganz unten führen? Ich meine, auf der Seite habe ich, achso, da habe ich es ja auch nicht mal bis unten geführt. Okay, dann passt es natürlich. Das wird gleich, da muss ich ja wirklich sagen, nein, du sollst da nicht ran, du sollst da nicht ran, du sollst da nicht ran. Naja, gut, das kriegt man ja immer noch hin. Jetzt dürfen wir mal wieder rüberfliegen. Also. Ich hätte rein theoretisch auch Item-Conduit sparen können. Aber jetzt habe ich es auf der einen Seite schon so gemacht. Jetzt ziehe ich das noch durch. Ist doof, wenn ich jetzt das nochmal schwenken müsste, das Verfahren. Das wäre doof, will ich nicht. So. Also. Wie war denn das jetzt nochmal? Insert war grün. Extract war rot und das dann nochmal auf der anderen Seite genauso. Insert, genau. Dann war hier Extract always active und hier Extract always active. So, nochmal Uno fertig. Das kann ich ja dann gleich mal testen, wenn das dann durch ist. Also wenn ich mit der Reihe durch bin und die andere Reihe auch gesetzt habe, dann kann ich ja schon mal das testen. Dann sollte sich eigentlich die Kiste auch wieder ein ganzes Ende geleert haben. Das war jetzt blöd. Mann, das war doppelt blöd. Setz es so einfach so, wie ich das haben möchte. Danke. So, reg mich jetzt nicht auf. Will ich nicht. So, Extract. Ne, Moment. Insert. Insert. Extract always active. Insert. Extract always active. Ja. So. Insert. In. Quatsch. Nein. Extract. Das habe ich jetzt gegensätzlich gemacht. Wie habe ich das denn drüben gemacht? Ist schon ein paar Tage her, ehrlich gesagt. Hier ist rot rausziehen. Das kann man sich doch merken. Rot rausziehen. Und grün geht da rein. Rot rausziehen. Extract. Ach man. Würde er mal jeden Klick auf wirklich machen und das wäre schon mal ganz gut. Extract. Rot. Also. Jetzt geht in die Öfen rein, raus, raus,
So, nächste Etage. So, dann setzen wir schon mal ein Kabel ran, dass er mich auch dahin setzen kann. So. Also, das, das. Hör auf, runterzufallen. Ich habe doch eigentlich gar keine Taste gedrückt. Böse. Ey. So. Dann muss er jetzt Insert sein. Grün. Insert grün. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ja gut, wenn man einmal wieder drin ist, dann geht das ja schon wieder besser. Aber du sollst da weg. Aha. Ah, so. Rot und immer. Immer und rot. Immer rot. Die alte Sozialistensocke. So. Das war Insert. Insert. Zack, zack. Zack, 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 zack. Dann wäre das schon mal durch. Dann mal noch die Mittelreihe, dann kann ich es ja schon verbinden. Werden wir gleich sehen, ob das funktioniert hat oder nicht. Ich möchte es hoffen. Bedeutet Arbeit, wenn es nicht klappt. Und das bedeutet Nachdenken. Und das will ich dieses Jahr irgendwie nicht mehr. Nee, nee. Ich soll nicht. Ich glaube, hier bietet sich das an mit diesem veränderten Gedingse. Das war nicht so schlau. So. Sehen wir auch die Doppelstrippe lang. Und machen dann hier diese Kabelspane-Strategie. Hier kann man es machen. Ich wollte es jetzt halt nur einheitlich und symmetrisch haben. So. Es wäre natürlich cool, wenn ich die anderen Öfen schon da hätte. Jetzt muss ich nämlich beide Seiten, die Seiten doppelt konfigurieren. Vielleicht können wir mal welche machen. Fix. Das waren, glaube ich, immer, waren das jetzt vier oder waren das fünf? Wir werden es gleich erfahren. Einer bahnbrechenden Geschwindigkeit lässt sich diese Sachen auch craften, wie schon mal festgestellt. Wenn du 3 Millionen Mal klickst die Sekunde, dann kommen 2 Items raus. Wow. Wenn du 2 Mal klickst die Sekunde, kommen 2 Items raus. Wow. Fick dich einfach mit deinem scheiß Block. Ich habe den woanders hingesetzt. Also leck mir am Arsch, du. Verstehe ich nicht. So. Gut, jetzt haben wir die Blöcke schon mal da. Sieht zwar bescheuert aus, ist es auch gewissermaßen, aber es geht mir nur darum, dass ich jetzt hier die Ports so deaktivieren kann, wie ich es brauche. Stimmt, das reicht doch sogar. Das bleibt. So. Man darf nicht nur nach den Türen gehen. Es könnte verwirrend sein bei mir. So, grün geht rein. Insert grün. Insert grün. Extract rot always active. Extract rot always active. Extract always. Zack, extract always. Insert green. Insert green. Extract rot always active. Extract rot always active. Zack, zack. 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 So.
Schildgrün. Ins Schildgrün. Extract Rot. Always. Zack, zack. Es ist ein bisschen immer so eine gewisse Konzentration auch bei der Konfiguration. Erforderlich, sonst passiert eine Scheiße. Und das fällt dir danach auf die Füße. Dann hast du den Salat. Und einen gebrochenen Zeh. Oder einen gebrochenen Fuß. Und das heilt bestimmt Scheiße. Kann ich mir vorstellen, weil da so viele Knochen drin sind in dem Fuß. Insert. Insert. Alles. Zack, zack. Also ich habe mir noch nie den Fuß gebrochen, da kann ich es nicht genau sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es doch ewig dauern muss. Bis so ein Teil mal verheilt. Würde ich mal so schätzen. So. So, das wird ja jetzt schön, das zu verbinden. Man könnte allerdings eventuell schlau sein dabei. Und macht das folgendermaßen, so dass sich diese Teile in der Theorie nicht berühren und man deshalb nicht alle jeden Meter sagen muss, nein, du sollst dich nicht verbinden, nein, du sollst dich nicht verbinden, nein, du sollst dich nicht verbinden. Verstehst du? So. Und ob das nachher alles komplett funktioniert, das zeigt dann der Langzeittest, wie das dann aussieht. Erstmal geht es mir ja darum, das Holz weg. Das ist ja das, was hauptsächlich reinkommt. Dann kümmere ich mich um... Was kümmere ich mich zuerst? Äpfel oder... Oder man kann auch beides in einem Zug machen. Die Äpfel, das ist ja... Wird ja weiter verarbeitet mit, zusammen mit diesen Saplings. Na, ist nicht so einfach. Achso, okay, er ist noch nicht so schnell. Ich dachte schon, warum ist er so langsam? So langsam, so langsam. So ausgesprochen langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir den mal richtig ratzi-fatzi. Den Fratzi. Ah, ja. Eine Insel. Guckt, das geht da schon weit besser. Siehst du? Mal eben vervielfacht. Und schon ist das Ding wieder voll. Easy. Aber die anderen Items hat man eine Chance, dazu zu kommen. So. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann würde ich sagen, mache ich mal die schon so weit wie möglich fertig. Habe ich von diesen Coke Oven Bricks eigentlich noch welche da? Oder muss ich mir jetzt noch Coke... Haben wir nicht. So, so. Machen wir erstmal das Rezept mal raus und gucken mal, ob wir hier oben noch was drin haben. Ja. Zwei Sticks werden wir bei Weitem noch brauchen. Sicherlich noch viel, viel mehr. So, zack. Hier. Dann mache ich erstmal die in der Mitte fertig, weil die sind ja an sich schon angeschlossen, muss ich jetzt nur noch fertig bauen. Weil wenn ich den jetzt hier mache, zack, ist er schon voll. Komm, aufgebaut, schon voll. So. Weil, ich weiß nicht, ob ich das in dem Part schon gezeigt habe, die Baumfarm ist knüppelvoll. Weil es einfach, weil die Verarbeitung weit, bei weitem nicht hinterherkommt mit dem ganzen Holz. Da hätte selbst eine Baumfarm, die vielleicht ein Viertel ist, das vielleicht sogar schon geschafft. Aber okay. Muss man mit leben. Nein, nein, nein. Siehst du, jetzt kann ich mich wenigstens nicht mehr verbauen. Weil ich schon alle Möglichkeiten hatte. Aber das selbst, das kriege ich bestimmt auch noch hin. So. Perfekto. Dann machen wir das mal noch schnell fertig. Aha. Oh, die Reihe. Achso, ich habe ja noch einen Stick. Ja, ja. Da war ja was. So. Und er hat auch. Bravissimo. Ja, und schon ist der Teil wieder voll. Aber so langsam werden sich halt, wenn ich das immer weiter ausbaue, die Teile hier vermehren. Ist denn so?
So, warte mal. Wir haben ja noch ein paar Blöcke. Ein paar Minuten Zeit haben wir auch noch. Wir haben ein paar Minuten Zeit. Minuten Zeit. Nee, das geht nicht mit dem Lied. Das geht gar nicht. Aber viele Öfen sind es nicht mehr, ne? Das muss ich ja noch anpassen. Aha. Naja, das sollte nicht, aber okay. Aber dann kommt hier einfach genau wie es da ist, das Teil auch nach oben. Easy. Den kann ich ja später auch das Teil hier wegnehmen. Na, mal sehen. So, dann kann ich am besten mal gleich ausrechnen, wie viele Blöcke ich überhaupt noch brauchen werde. Viele sind es nicht mehr. Ich wollte auch nicht zu viele machen. Da hast du die Blöcke rumliegen, die du eh nie wieder verwenden wirst. Das versuche ich zu vermeiden. Stimme, hallo. Aber ich glaube, zwei Stacks könnte man noch gebrauchen. Ein paar Blöcke sind mir auch egal, die schmeiße ich dann weg im Notfall, aber ich möchte halt ungern mehrere Stacks davon rumliegen haben. Der Stapel, das ist dieser Stapel. Reichen zwei Stacks? Muss ich nachcraften. Das kostet die Welt. Ach, okay, hier fehlen auch noch ein paar. Aber ich meine, das sind ja immerhin 40 Öfen, ne? Wenig ist das nun mal nicht. Aber die sind halt brechend langsam. Nennt man das so? Brechend langsam? Nee, gähnend langsam. Ekelhaft langsam. Irgendwie so. So. Oh, das war schon der letzte Stick. So, ich brauche insgesamt 9, 18, 26 pro Ofen. Kannst du sagen, 3 Kubik minus 1. So. Muss sagen, auf der Minimap macht das schon mal einen ganz netten Eindruck. Das kann man ja nicht von der Hand weisen. Und du verdammtes Skelett, du kannst dich mal hier schön verpissen. Du hast ja eigentlich gar nichts zu suchen in meinem Haus. Gar nichts. Und selbst wenn das wegen Hausfriedensbruch ist. Penner, ey. Ich hab nichts für euch. Außer Schläge ins Gesicht. So. Gut, dann kann man die anderen Öfens auch in Betrieb nehmen. Ist halt nur ein bisschen Verkorbelarbeit, ne? Aber passt jetzt mit den Blöcken. Und wir haben unsere 40 Öfen. Ist ja nicht ganz schlecht. Ne? 5 breit und insgesamt 8 Stück jeweils. Ja, das ist ganz nett. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.